Hallo meine lieben Freunde meines Kanales. Es wurde ein neuer Asteroid entdeckt, 2018 GE3. 2018 GE3 ist mit einem Durchmesser von 50 bis 100 Metern in einem Abstand von ca. 190.000 Kilometern an der Erde vorbeigezogen und wäre tatsächlich ein Problem geworden, wäre er eingeschlagen. Asteroiden in dieser Größenordnung können verheerende Auswirkungen auslösen auf unserem Planeten. Es gibt in der jüngeren Erdgeschichte ein paar Ereignisse, die man als Referenz verwenden kann. Zum einen das Barringer-Ereignis vor ca. 50.000 Jahren in Arizona und das Tunguska-Ereignis im Jahre 1908 zeigen uns, dass solche Asteroiden in dieser Größenordnung extreme Auswirkungen haben können. Je nach Zusammensetzung dieser Asteroiden, ob sie zum Beispiel hauptsächlich aus Eisen bestehen oder aus nicht ganz so dichtem Material, sind die Auswirkungen unterschiedlich. Und wir gucken uns jetzt bei Wikipedia sowohl das Barringer-Ereignis an, als auch das Tunguska-Ereignis und gucken uns an, wie das vergleichbar wäre mit einem Einschlag eines Asteroiden in der Größe von 2018 GE3. Hallo meine lieben Freunde, jetzt sind wir auf Wikipedia. Wikipedia ist immer ein Tool, wo man sich bestimmte Dinge angucken kann, zum Beispiel den Barringer-Krater. Der Barringer-Krater ist in Arizona und zeigt uns, welche Auswirkungen so ein Einschlag haben kann. Der hat einen Durchmesser von 1200 Metern, also 1,2 Kilometer und eine Tiefe von 180 Metern. Das heißt, das ist schon ein relativ großer Krater. Und was interessant ist, der Meteorit, der da eingeschlagen ist, wird auf einen Durchmesser von 45 Metern geschätzt, 300.000 Tonnen schwer und bestand hauptsächlich aus Eisen. Man hat tatsächlich auch Bruchstücke gefunden, wie man hier sieht, ja, also massive Eisenbrocken. Das ist schon ein Thema. Auch die Zusammensetzung eines Meteoriten, wenn er einschlägt, ist sehr interessant für die Auswirkungen. Also je dichter das Material, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Objekt dann einschlägt. Bei 45 Metern ist die Wahrscheinlichkeit eines Einschlages, also eines Impacts auf der Erde, natürlich sehr groß. Im Vergleich dazu, der russische Meteorit, den wir vor einigen Jahren sehen konnten, ist ja in der Atmosphäre explodiert. Es gibt ein ähnliches Ereignis in der jüngsten Geschichte, das Tunguska-Ereignis, welches auch auf einen Meteoriten zurückzuführen ist, der in der Atmosphäre explodiert ist, also keinen Einschlagskrater verursacht hat. Da muss man nur gucken, wie groß der eigentlich war. Aber man schätzt zumindest, was den Barringer-Krater angeht, der Einschlag verursacht eine Explosion, die dreimal so stark war wie das Tunguska-Ereignis. Und Tunguska war in der jüngeren Geschichte tatsächlich ein gewaltiges Ereignis, können wir uns dann auch gleich angucken. Es hängt immer davon ab, wie die Zusammensetzung eines Meteoriten ist, dass er solche Krater auslösen kann. Es gibt ja auch eine Erklärung, was genau passiert ist, wenn wir das mal hier durchlesen, also diesen Bereich. Im Umkreis von 4 Kilometern wurde alles Leben ausgelöst, der entstandene Feuerball breitete sich auf 10 Kilometer aus. Die Druckwelle verwüstete mit einer Geschwindigkeit von 2000 km/h alles im Umkreis von 14 bis 22 Kilometern. Außerhalb erreichte sie bis zu einer Entfernung von 40 Kilometern Hurrikanstärke. Ja? Ist schon was. Also das ist schon happig. Trotz dieser gewaltigen Zerstörungen hatte der Einschlag allerdings keine globalen Auswirkungen und die Region wurde von der lokalen Flora und Fauna bereits innerhalb des eines Jahrhunderts neu besiedelt. Das heißt also, dieses Ereignis, was ja von der Größe her ungefähr vergleichbar ist mit unserem 2018 GE3, hatte keine größere Auswirkung. Die Frage ist, was passiert, wenn ein 100 Meter Meteorit einschlägt, auch aus Eisen, also einem sehr dichten Material, da muss man das Ganze natürlich hochskalieren. Das hätte dann vermutlich sogar globale Auswirkungen, vergleichbar mit einem gewaltigen Vulkanausbruch und würde wohl das Klima zeitlich begrenzt leicht verändern. Natürlich gibt es keine Referenzen, was genau passiert, wenn so etwas passiert. Wissen wollen wir es ehrlich gesagt auch nicht. Also wir wollen es nicht erleben, denn der Einschlag eines 100 Meter Meteoriten aus kompakten Eisen wäre schon eine Hausnummer und würde es besiedeltes Gebiet treffen, dann wäre das eine globale Katastrophe ist immer relativ. Es wäre noch ein lokales Ereignis, aber ausgedehnt auf eine sehr große Fläche und hätte natürlich gewaltige Auswirkungen auf das tägliche Leben, vermutlich weltweit, weil bei einem solchen Einschlag zum Beispiel in einer dicht besiedelten Stadt, in einer Industrienation natürlich dementsprechende wirtschaftliche Einbrüche ja da wären. Man darf gar nicht daran denken, wie das Katastrophenszenario bezüglich der Katastrophenabwicklung funktionieren würde, wie viele Tote gibt es, wie viele Verletzte gibt es, müssen Leute umgesiedelt werden etc. Also logistisch und auch jetzt von den Auswirkungen her eine absolute Katastrophe.
Man kann sich natürlich auch hier bei Wikipedia ein paar Bildchen angucken von diesem Krater. Ist sehr interessant. Es ist einer der wenigen Krater, die wir auf unserem Planeten haben, die wir uns noch richtig angucken können. Es ist halt so, dass auf unserer Erde aufgrund der Atmosphäre und des Wetters solche Krater relativ schnell verwittern. Anders zum Beispiel auf dem Mond, da sehen wir ja alles, was in den letzten 4 Milliarden Jahren passiert ist. Bei uns ist es eher anders. Das heißt, da müssen wir schon genau gucken, dass wir da Krater erkennen können. Und darum ist dieser Beringer-Krater auch für Wissenschaftler sehr interessant. Das Tunguska-Ereignis können wir uns auch mal angucken. Wir haben hier einen Meteoriten gehabt. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wo das steht. Hier sehen wir zum Beispiel die Stärken. Die Schätzungen über die Sprengkraft variieren stark. Sie gingen noch in den 80er Jahren von 50 Megatonnen aus. Jüngere Berechnungen gehen von einer 2 bis 4, maximal 5 Megatonnen TNT vergleichbaren Sprengwirkung aus. Gut, gucken wir uns mal das Tunguska-Ereignis ein bisschen genauer an. Hier haben wir zum Beispiel, wahrscheinlich gilt der Einzelsteinasteroiden oder Kometen von geringer Dichte. Und jetzt kommen wir wieder zu der Dichte. Durchmesser 30 bis 80 Meter, geringe Dichte. Das heißt also, wenn ein Meteorit mit einer geringen Dichte, also einem relativ geringen Eisenanteil, in die Atmosphäre eindringt, dann ist das Ereignis durchaus katastrophal, aber er explodiert innerhalb der Atmosphäre, ähnlich wie der Meteorit vor einigen Jahren über Russland auch. Das heißt, die Größe des Asteroiden oder des Meteoriten, der einschlägt, ist tatsächlich also sehr wichtig, aber es ist auch die Dichte wichtig. Das heißt also, wäre jetzt zum Beispiel 2018 GE3 ein Meteorit, also ein einschlagendes Objekt gewesen mit einem Durchmesser von 100 Metern, allerdings mit einer sehr geringen Dichte, dann wäre das Ereignis ähnlich vergleichbar gewesen wie mit dem von Tunguska. Wäre er ein Eisenmeteorit, also ein sehr kompaktes Teil, so ähnlich wie in Arizona, der Beringer-Krater, dann wären die Auswirkungen ganz andere. Es gibt sehr viele unterschiedliche Zusammensetzungen von Meteoriten. Das heißt, das kann man auch auf unserem Planeten sehen, wenn wir uns die Bruchstücke genauer anschauen. Also da gibt es tatsächlich sehr viele Unterschiede, wie die Zusammensetzung ist. Das meiste, was wir finden, sind allerdings Bruchstücke von Eisenmeteoriten, weil die eben in der Atmosphäre nicht komplett verdampfen und explodieren. Das heißt also, hier gibt es sehr, sehr viele Unterschiede bezüglich dann auch der Auswirkungen. Tunguska war tatsächlich ein gewaltiges Ereignis, weil es auch in der jüngeren Geschichte dokumentiert wurde. Das Ganze war 1908. Die Explosion wurde tatsächlich also über eine extrem große Entfernung festgestellt. Da haben wir zum Beispiel hier in allen meteorologischen Stationen Europas, Nordamerikas registrierten die Seismographen die Erschütterung der Erdrinde. Ja, das heißt also, dieses Ereignis hatte eine extreme Druckwirkung auch auf die darunterliegende Fläche der Erde, welches tatsächlich dazu geführt hat, dass also Seismographen weltweit ausgeschlagen haben. Es war aber Tunguska kein direkter Einschlag, sondern ein atmosphärisches Ereignis und trotzdem hatte dieses Ereignis eine so extreme Auswirkung. Wir sehen auch hier, sie fanden in etwa 25 Kilometern durchmessendes Gebiet die größten Verwüstungen. Große, starke, meist 100-jährige Bäume waren entwurzelt worden. Ihre Baumkronen zeigten vom Einschlagsort weg. Das ist auch richtig. Das heißt also, wenn dieses Ereignis tatsächlich in dieser Weise stattgefunden hat, hat sich die Druckwelle nach unten ausgebreitet und alles in die Richtung weggedrückt, also von dieser Explosion weg. Die Frage ist, in welcher Höhe das Ganze passiert ist. Das ist eben das Thema, was man auch noch nicht so richtig sagen kann. Auch hier gibt es Vermutungen bezüglich dieser genauen, dieses Ereignisses. Wenn wir uns mal das Ganze anguckt, dann sehen wir, die Höhe des Ereignisses über der Erdoberfläche wird auf 5 bis 14 Kilometern geschätzt. Das ist eine Schätzung, die aufgrund der wissenschaftlichen Erkenntnisse bezüglich Meteoriten und Asteroiden definiert wurde, also Zusammensetzung. Ob das jetzt wirklich genauso abgelaufen ist, das ist eben die Frage. Aber trotzdem ist es so, dass wir mit diesen Erkenntnissen durchaus genauer sagen können, was da damals passiert ist. So, soviel zum Thema Tunguska-Ereignis, dem Beringer-Krater und zu 2018 GE3. Ich würde mal sagen, guckt euch das Thema einfach ein bisschen bei Wikipedia an, lest euch das Ganze ein bisschen durch, wie die Ereignisse so skalieren in der Größe. Das ist ein sehr interessantes Thema. Und auch wenn dann mal wieder ein Asteroid entdeckt wird, wie zum Beispiel 2018
GE3 kann man mit diesen Daten, die man dann im Kopf hat, ungefähr sich denken, welche Auswirkungen so ein Einschlag gehabt hätte. Und bei 2018 GE3 wäre es auf jeden Fall kein globales Ereignis gewesen. Aber trotzdem, da wo er einschlägt, ist halt dann trotzdem einiges kaputt. So, meine Lieben, gucken wir uns jetzt noch in Universe Sandbox 2 die Position von 2018 GE3 an, als er entdeckt wurde. Wir sehen hier den Abstand Erde, Mond und wir sehen den Abstand zwischen 2018 GE3 und unserer Erde. Und wir stellen fest, dass es sehr nah ist. Im astronomischen Sinne sogar sehr, sehr nah. Es gibt sehr, sehr viele Asteroiden, die uns nahe kommen und auch in einer bestimmten Größenordnung sind, die uns gefährlich werden können. 2018 GE3 ist jetzt in der Liste aufgenommen worden der potenziell gefährlichen Asteroiden. Aber wir haben immer noch nicht die Möglichkeit, sie rechtzeitig zu erkennen und wir haben vor allem keine Möglichkeit, um solche Asteroiden abzuwehren. Bei einer Größe von 50 bis 100 Metern, wie jetzt hier beschrieben, ist es natürlich auch das Thema, es ist kein globales Problem. Das heißt, also, es wäre ein lokales Thema, wenn so ein Asteroid einschlägt. Aber trotzdem sollte man sich in Zukunft natürlich ein bisschen mit der Thematik beschäftigen, was man tun kann, um solche Ereignisse abzuwehren. Aber da fehlt noch einiges an Technologie. Man müsste eine Flotte von Abfangschiffen haben, sozusagen, die sich um diese Asteroiden kümmern. Da fehlt uns einfach noch die Technik und vor allem das Geld. Momentan wird einfach in diese Thematik zu wenig Geld investiert. Das liegt daran, dass die viele Bereiche in der Wissenschaft, was dieses Thema angeht, nicht ausreichend finanziert sind. Da kann man natürlich jetzt sagen, warum macht man das? Nun, es gibt einfach Wahrscheinlichkeitsberechnungen bezüglich eines Einschlages eines solchen Asteroiden und momentan ist es einfach so, dass die Wahrscheinlichkeiten bezüglich dieser Thematik relativ niedrig berechnet werden. Je mehr man allerdings solche Asteroiden feststellt, wie jetzt zum Beispiel 2018 GE3, der ja quasi aus dem Nichts erschienen ist, muss man sich natürlich auch mit Auswirkungen beschäftigen auf das Wirtschaftsleben. Und wenn die Wirtschaft betroffen ist, dann werden relativ schnell Gelder frei, um solche Themen besser zu erforschen, um eben feststellen zu können, wann so ein Ereignis eintreten könnte. Und dann wird man wohl in den nächsten Jahren sich auch irgendwann mal damit beschäftigen, wie man sowas handhaben kann, wenn ein Asteroid sich auf direkten Kollisionskurs mit der Erde befindet. Vorausgesetzt natürlich, man hat die Technologie, solche Asteroiden rechtzeitig festzustellen. So, meine Lieben, das war das Thema 2018 GE3. Es gibt mit Sicherheit noch mehr Videos zu dem Thema. Guckt euch das alles ein bisschen an, beschäftigt euch auch mit den Auswirkungen. Wie gesagt, Wikipedia ist da ein toller Stoff, Lesestoff, um sich ein bisschen in das Thema einzuarbeiten. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Server ausprobieren. Ciao.